Das ehemalige Kloster der Santa Maria della Grazia, das 1561 auf den Dominikanerorden überging, liegt auf der Via di Mezzo. Die wunderschöne und gleichzeitig schlichte Front weist seitlich zwei Wandsäulen mit fein dekorierten Kapitellen auf, die mit der ersten Ordnung abschließen. Die obere Ordnung besitzt zentral ein Gitterfenster, darüber eine kronenähnliche Steinskulptur. Das Innere der Kirche wurde auf feine Weise dekoriert und von der von außerordentlichen und kreativen Händen der Maler bereichert, und es ist reich an wichtigen religiösen geistlichen Bezügen wie des heiligen Dominiks und der Rosenkranz-Madonna, denen zwei große Gemälden geweiht sind. Der prächtige Barock-Hochaltar ist so schön dekoriert wie andere Ecken im Kloster. Ein außerordentliches Fresko hängt auf der rechten Seite der Kirche. Es stellt die Verbindung zwischen den heroischen Heldentaten des Saraceno della Torella und der Devotion für die Gnades Madonna dar. Das Bildnis der Madonna mit dem Kind, die drei Pfeile in der rechten Hand und das Evangelium in der linken Hand hält. Darüber sieht man eine Kirche, wahrscheinlich die Kathedrale von Otranto, aus deren großen Fenster furchtbare Flammen austreten. Das Kirchentor scheint versperrt. Hier erscheinen die Türken, die man am Halbmond erkennt, und die Waffen und Spitzhacken schwingen und die Kirche angreifen. Vor dem Portal liegt ein von der türkischen Armee getöteter Held. Die Bürger, die sich von einer türkischen Belagerung fürchten, wenden sich nach dem Tode des Giovanni Antonio Saraceno della Torella an die Heilige Mutter Gottes und bauen in Devotion diese Kirche.